Computer gebracht, beziehungsweise die Playbacks nicht zum Laufen gebracht. Warum das so ist, das tut mir jetzt erst einmal leid. I'm sorry for this, I don't know who is responsible for that. I think you. Ja? I guess so. I don't know. Ein Künstler, der nicht singen wollte jetzt an dieser Stelle, der war ja viel fehl am Platze, aber es geht halt einfach nicht. But what I will do, I shall let them listen to your song on the handy, that it's proved that you are a singer. You are one of the wonderful singers. I had you in my radio show. I know that you are wonderful, but we can't play the song. What does a pink mantled black musician say in this situation? Shit happens. Also man kann schon erwarten, dass die Leute cool bleiben, obwohl deine Songs nicht gespielt werden. Das Problem hast du nicht, du hast dein eigenes Playback immer dabei, ich meine ja. Deine Gitarre. Ja, nein, das ist auch so, da habe ich so ein Gerät, da hab ich, schon, das ist, ich kann nicht live spielen, auch nicht, das ist alles nur Tarnung. Das ist alles voll Playback, alles aber ich habe das sehr gut geübt. Machst du deine Programme so, dass du vorher genau weißt, was du singst, oder checkst du das Publikum und sagst, heute mache ich es mal so, heute mache ich es mal so? Also sagen wir mal so, die erste Teil meines Programms, der läuft ziemlich programmmäßig. Das funktioniert sehr gut und damit kann ich die Leute genau auf meine Schiene bringen. Dann mache ich eine Pause und wenn ich eine zweite Runde spiele, dann variiere ich dadurch, je nachdem, was die Leute, wo ich glaube, dass jetzt gut kommt, da kann es dann passieren, dass ich meinen normalen Programmpfad völlig verlasse und plötzlich Trafi Deutscher Nummern spiele, weil ich gerade Lust dazu habe. Trafi Deutscher, sprich Marmorstein und Eisenbricht. Ja, das auch, aber da gibt's viel schönere Sachen. Cinderella Baby oder Hast du alles vergessen? Der Alzheimer-Song, ne? Also. Das ist ein Song für mich. Ja. Der Alzheimer-Song. Den kennst du auch nicht mehr, gell? Nein. Ja. Ist der vom Trafi Deutscher? Der ist vom Trafi Deutscher. Hast du alles vergessen? Der ist gut. Ja. Tu mal her. Magst du mir nicht mal vorspielen? Das ist jetzt schon was. Das ist jetzt was, gell? Moment, den spiel ich einfach so ganz nackert ohne alles. Wieder war es die letzte Straßenbahn, die uns zwei nach Haus gebracht. Kennst du nicht? Nein. Und um uns herum war die Stadt so still, denn es war schon Mitternacht. Hast du alles vergessen, was einmal war? Jeder Tag unserer Liebe war so wunderbar. Wir beide gingen Hand in Hand durch ein Märchenland voller Zaubermelodien. Hast du alles vergessen? Ich vergesse es nie. Da jetzt geht's dann noch ganz dramatisch weiter, weißt du? Ich ahne, was schön ist jetzt an dem Arbeiten, wie du jetzt arbeitest. Are you, do you feel comfortable? Okay, excuse me. Das ist immer furchtbar bei dir, Ali. Da macht man irgendwie, denkt man sich was aus und dann kommt es wieder ganz anders. Das ist wirklich ein Drama bei dir. Also ich ahne, was schön ist an deiner Live-Performance, dass du heute was machen darfst, was man nicht immer machen durfte. Dass man zum Beispiel Trafi Deutscher ohne weiteres wieder in so ein Rock-Liedermacher-Programm aufnehmen kann. Das macht schon wieder Spaß. Das war vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Die hätten gesteinigt. Die hätten die gesteinigt. Hätten Schau, gesagt, ich muss dir sagen, ich spiele heute auch zum Beispiel Sachen wie La Paloma. Das ist eine super Nummer. Das hätte ich vor 30 Jahren undenkbar. Die hätten mich gesteinigt. Du hättest dich selber gesteinigt. Ach, ich hätte mich lieber erschießen lassen, bevor ich sowas singe. Ne? Ja. Ich meine, heute stelle ich mich hier, weißt du, ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Ist doch geile Nummer, verstehst du? Im Prinzip schon, man traut sich es aber kaum fühlen, weil wir natürlich in dieser 70er, 80er Generation aufgewachsen sind, wo man unsere eigene Authentizität eher bei Van Halen gesucht hat, als in der eigenen Sprache. Jetzt bist du aber erfahren und immer für die bayerische Sprache unterwegs gewesen und brauchst gar nicht zurückfinden zur bayerischen Sprache. Gut, es könnte problematisch sein, dass halt viele Preisentexte sind. Gell? Jetzt waren jetzt zwei Preisentexte. Gell? Nein, das war Hochdeutsch. Wir haben ja in Bayern auch hochdeutsche Sprache, so ist das ja nicht. Und da drüben steht zum Beispiel Kaffeekonditorei, das ist Hochdeutsch. Ja, aber wir reden auch bayerisch. Ich mein, das ist das Polizistenhochdeutsch, was rauskommt. Ich habe gestern um 15.07 Uhr einen Wagen gesehen. Das ist dann das, was rauskommt. Nein, ich mag es gern, wenn du bayerisch singst. Und jetzt, gibt es da was
Programmatisches dazu? Also zur bayerischen Sprache hast du da was? Nein, also die bayerische Sprache ist ja bei mir jetzt nicht irgendwie Aushängeschild, dass ich jetzt sage, so, jetzt zeige ich, dass ich hier die bayerische Sprache, der große Vertreter oder der Ambassador der bayerischen Sprache bin. Nein, ich singe bayerisch, weil ich Bayer bin. Also das heißt, das ist für mich gar kein Aufhänger. Das war eine der besten Antworten, die ich dazu gehört habe, weil es wirklich so ist. Wer es raushängen lässt, hat es irgendwo dann auch nötig. Also, spui, was du möchtest, sag, was du möchtest, Hansi Scheurer. Ja, das ist jetzt ganz gut, aber... Bist du soweit? Bist nachdem der... Rede ich mal mit dem Larry. How do you feel now? I would feel better if you give me some money out there. Technische Probleme. You would feel better when what? Give me some money out that wallet, he'd open it up. Er wird sich besser fühlen. Gemütlich. Da bleibe ich gleich sitzen. Alle, bist du soweit? Also, ich sitze mehr auf meinen Thron. Dann haben sie Scheuer. Kommst du da schon schlecht hoch inzwischen, gell?